Start, siebtes Rennen. Start erfolgt. Preis der Sparkassen, Finanzgruppe Saar. Lady Papolassetti im Kurs. Die Spitze geht an Pleasant Princess sofort an der Innenseite mit Ferdussi. Und dann ist Chimea gleich dabei, der Gast aus Düsseldorf in der dritten Position. Weiter außen dann Pancho Villas. So geht es durch den ersten Bogen. Les Chivaux, Song sur les premières tenants, Ferdussi Kimen, deuxième Pleasant Princess, troisième Chimea à la corde avec Pancho Villas qui progresse, très fort avec König Hall, Dynamite Cat à la corde et Namecheck actuellement Lidernia Cheval. Es geht am Ziel vorbei, Ferdussi vorne, mit Fernando Alberto Guanti führt mit einer Länge, mit zwei Längen, vor Pleasant Princess an der Innenseite, Chimea weiterhin, gut in der Partie, König Hall rückt auf, die Farben vom Galoppclub Deutschland Vierter, Dynamite Cat ist innen dran, dahinter Pancho Villas und Namecheck, das Feld ist dicht geschlossen. Dicht geschlossenes Feld, vorne, Ferdussi Kimen, Pleasant Princess, deuxième, Chimea, troisième, à la corde, König Hall, quatrième, avec Dynamite Cat et avec Pancho Villas. Und so geht jetzt die Post ab hier, Ferdussi, verfolgt von Chimea, kommt jetzt näher, Ferdussi, Chimea kommt jetzt, aber Ferdussi im Vorteil, Pleasant Princess kommt auch nochmal, König Hall bietet sich an, Chimea, dahinter Dynamite Cat. Es geht in den Einlauf, Ferdussi auf der Graben, Ferdussi ist vorne, dahinter kommt Pleasant Princess und da kommt König Hall in der Mitte, Chimea ist an der Innenseite dran, Dynamite Cat zwischen den Pferden postiert, aber Ferdussi wird gewinnen, Chimea ist Zweiter, Dynamite Cat dahinter Dritter, Pleasant Princess hat das vierte Geld vor König Hall, dann Namecheck und schließlich Pancho Villas. Der vorläufige Richterspruch, Saarbrücken, siebtes Rennen, Sieger, die 1, Ferdussi, zweites fährt die 3, Chimea und dritte ist die 6, Dynamite Cat, vorläufig 1, 3, 6, Monsieur Dame, Résultat provisoire, septième course, Gagnon pour les 1, Ferdussi, deuxième les 3, Chimea et troisième les 6, Dynamite Cat.